Servus Leute, euer Benetis hier. Heute habe ich ein Video für euch vorbereitet und zwar mit dem Thema, wie kann ich UX joinen? Ja, das ist die Frage der Fragen. Ich glaube, jede zweite Nachricht über UX ist, wie kann ich UX joinen? Und die möchte ich euch jetzt in dem Video beantworten. Natürlich, wir haben mehrere Bereiche, zum Beispiel Public, wir haben Competitive, wir haben natürlich auch das Design Team und so weiter. Von dem her, schaut auf jeden Fall alles an, da ist für jeden eigentlich was dabei. So, kommen wir mal zum Bereich Competitive. UX Gaming ist ja im Competitive Bereich nicht unbekannt. Unsere Spieler sind jetzt auch nicht wirklich schlecht, sage ich jetzt mal. Aber das ist einfach so, wir können keine Initiativbewerbungen entgegennehmen, wo ihr einfach irgendwie Clips schickt oder sowas, wie in Competitive irgendjemand zerreißt. Oder ihr schreibt irgendeine Bewerbung mit, ich bin so und so alt, ich spiele seit 3 Jahren Competitive oder so. Sowas können wir einfach nicht entgegennehmen. Ihr müsst euch im Competitive-Bereich einen Namen machen. Ihr müsst quasi einen Ruf haben. Man muss euch kennen. Und dann kommen wir natürlich selber auf euch zu, wenn ihr dann wirklich den Namen habt. Wenn ihr sagen, okay, da könnt ihr vielleicht in Zukunft interessant für eines unserer Teams sein. Und dann hat sich halt die Sache schon erledigt. Also quasi die Initiativbewerbung können wir nicht entgegennehmen. Ihr müsst euch wirklich einen Namen machen. So, kommen wir mal zum Bereich, der eigentlich ziemlich beliebt ist bei UX. Das ist natürlich auch neben Competitive Public. Public, ganz kurz. Da haben wir unsere Streamer, da haben wir unsere Gameplayer-Spieler und natürlich unsere Kommentatoren oder ganz normal gesagt YouTuber. Aktuell suchen wir weder YouTuber, also Kommentatoren, noch Streamer. Und jetzt noch was ganz Interessantes für die Gameplayer-Spieler. Aktuell suchen wir sogar welche. Und zwar müsst ihr mit UX10 im Klantik bis zum 1.9. uns Clips schicken bzw. Videos mit euren Gameplays. Die ladet ihr einfach auf YouTube hoch. Damit wir einfach sehen können, okay, wie spielt der, wie sind die Gameplays, sind die qualitativ gut. Ihr müsst natürlich selber recorden können, ihr müsst selbstständig sein, das heißt, ihr müsst von selber aus die Gameplays auf unseren Google Drive Ordner hochladen, damit wir einfach die zur Verfügung haben. Das ist quasi dann eure Aufgabe, dass ihr die Gameplays erspielt und natürlich auch so schnell wie möglich welche nachliefert und die genauestens beschriftet und natürlich. Das ist natürlich eigentlich das Mindeste, aber wie gesagt, wir brauchen wirklich gute Spieler, wir setzen die Maßstäbe nicht allzu hoch, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendjemanden, der eine Quad-Nuklear spielt, das auf jeden Fall nicht, also wirklich ganz normale, humane Maßstäbe und von dem her freue ich mich auf jeden Fall auf alle Bewerbungen. Schreibt dann noch ein paar Basisinformationen über euch rein, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und so weiter, einfach damit wir wissen, okay, wer ist der Kerl oder wer ist dieses Mädchen, das sich gerade bewirbt. Auf jeden Fall, ihr schickt dann die Bewerbungen mit den ganz normalen YouTube-Links an UX Gaming Public. An der Facebook-Seite, Link ist unten wie gesagt in der Beschreibung. Und ja, das war eigentlich alles im Groben und Ganzen. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alle Bewerbungen. Ich schaue mir die auf jeden Fall an. Bis dann, haut rein, euer Benetis.